Wir feiern heute 75 Jahre Superintendenz Niederösterreich. Und zu Beginn darf ich Sie auf eine kleine Zeitreise einladen in das Jahr 1947. In diesem Jahr wurde der Badener Pfarrer Fritz Heinzelmann zum ersten Superintendenten Niederösterreichs gewählt. In dem Buch Gottes vergessene Töchter haben österreichische Pfarrfrauen aus ihrem Leben erzählt, unter anderem auch Gerda Heinzelmann, die Ehefrau von Fritz Heinzelmann. Hören wir, was sie zu der Zeit zu sagen hat. Ein weiteres unvergessliches Erlebnis geschah gleich, nachdem die russischen Truppen einmarschiert waren. Zwei höhere russische Offiziere kamen ins Pfarrhaus und verlangten den Popen. Wir hatten Angst, dass meinem Mann etwas geschehen würde, doch wie sich herausstellte, war das unbegründet. Mit Gesten gaben sie uns zu verstehen, was sie wollten. Der Pope sollte sie in voller Amtstracht in der Kirche segnen und ich sollte dazu die Orgel spielen. Befehl war Befehl und unter Anwesenheit einer kleinen Gemeinde segnete mein Mann die beiden russischen Offiziere, die andächtig vor dem Altar knieten. Als sie sich erhoben hatten, stimmten beide auf Russisch Stille Nacht, Heilige Nacht an und das mitten in der Osterzeit. Wir sangen mit und bei der zweiten Strophe hatte ich auch die Noten parat und griff voll in die Orgeltasten. 1947 wurde mein Mann von den Pfarrgemeinden der Diözese Niederösterreich zum Superintendenten gewählt. Von da an gab es auch für mich neue Aufgaben, denen ich mich stellen musste. Ich habe meinen Mann damals sehr oft bei seinen Besuchen in den Pfarrhäusern begleitet und auch immer wieder Pfarrer-Ehepaare zu uns in die Familie eingeladen. Vor allem habe ich versucht, mich der Pfarrfrauen, besonders der Jungen, anzunehmen. Auf diese Weise lernte ich auch die Nöte und Sorgen in den Pfarrhäusern kennen und half, soweit es mir in der damaligen Zeit möglich war. Das spontane Ehepaar Heinzelmann hatte drei Töchter. Die jüngste von ihnen, Dorothea Seifert, ist vielen von ihnen bekannt. Sie ist die Ehefrau unseres ehemaligen Pfarrers Gerhard Seifert. Ich darf Sie ganz herzlich von ihr grüßen. Aus Rücksicht auf die Gesundheit ihres Mannes kann sie heute leider nicht mit uns feiern. Heute, vor 75 Jahren, am 23.01., war die erste Superintendentialversammlung der neu gegründeten Superintendenz Niederösterreich, also das größte und wichtigste Organ einer Superintendenz. Daran machen wir diesen Gottesdienst fest, aber gleichzeitig ist klar, als Kirche ist das Allerwichtigste doch, dass wir beten und auf Gottes Wort hören. Deshalb feiern wir heute in einem Gottesdienst und nicht in einer Sitzung. Deshalb freuen wir uns, dass wir verschiedenste religiöse Vertreter unter uns haben, von unserer eigenen Gesamtkirche, Synodenpräsident Peter Krömer, schön, dass du da bist. Aber 7 weitere Religionsgemeinschaften sind vertreten, damit wir nicht unter uns feiern müssen, denn wir wollen das nicht unter uns feiern. Ich begrüße gleich mehrere Vertreter der römisch-katholischen Kirche, natürlich unsere älteste und wichtigste ökumenische Partnerin, ferner Vertreter aus der evangelischen Kirche, helvetischen Bekenntnisses, aus der serbisch-orthodoxen Kirche, der altkatholischen Kirche, aus dem Buddhismus, dem Islam und von den Freikirchen. Danke, dass ihr im evangelischen Festgottesdienst zu Gast seid. Bitte entscheidet selbst, wie sehr ihr innerlich und äußerlich beteiligt sein könnt. Am Ende, nach dem evangelischen Teil, gehen wir sofort in den multireligiösen Teil über und beten dort für den Frieden, jeder auf seine Weise. Wir freuen uns auch über Gäste aus dem öffentlichen Leben. Herzlich willkommen, Landesrat Martin Eichtinger in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Wickel-Leitner. Ebenso begrüßen wir Landeshauptfrau Stellvertreter Franz Schwabel, den Bürgermeister der Stadt Baden Stefan Siruczek und Landespolizeidirektor General Franz Popp. Uns allen einen schönen festlichen Gottesdienst.
Wir beten gemeinsam im Wechsel den Psalm 86. Die Frauen beginnen mit mir, die Männer lesen das Eingerückte mit dem Herrn Pfarrer. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhören. Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren. Dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit.
Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Uns als Geist der Verzagtheit, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, und tu dein Übriges dazu, und Herr, erbarme dich.
Gott, wenn man bedenkt, was dein Wort und der Glaube an dieses Wort schon alles Gute geschaffen hat. Unzählige Gemeinden, kirchliche Gebäude, kirchliche Einrichtungen, Institutionen und das Seelheil von so vielen Menschen und nicht zuletzt unsere Subtur. Dein Wort ist der Grund für unsere kirchliche Existenz und auch unsere Feier heute. Paulus schreibt, das Wort ist eine Kraft Gottes, die jeden selig macht, der daran glaubt. Gott, dir sei Dank für dein Wort. Gemeinsam loben wir dich und singen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja. Ich singe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinen Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Du Gott bist die Liebe. Wenn wir darauf vertrauen können, können wir im Nächsten unsere Schwester und unseren Bruder sehen. Wir können aufeinander zugehen ohne Furcht, denn Furcht ist nicht in der Liebe. Wir können aufeinander zugehen, ohne Ansicht der Person, ohne Wertung, ohne Vorurteile. Wir können zugehen auf Arme und Reiche, Schwache und Starke, Junge und Alte, Freie und Verfolgte, Traurige und Glückliche, Hoffende und Zweifelnde. Wenn wir gehen, bleiben wir in dir, stets begleitet von deiner Liebe. Hilf uns, Herr, den ersten Schritt zu tun. Amen. Wir hören die Lesung aus dem zweiten Buch der Könige im 5. Kapitel. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas.
Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit all seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Er sprach zu ihm, hin mit Frieden. Vater im Himmel, segne an uns dein Wort. Glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herr, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren und verehrt auf der Maria, gebeten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
heute den dritten Sonntag nach Epiphanias geht bei Matthäus im 8. Kapitel. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Er bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Knecht, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Gott segne Reden und Hören. Amen. Liebe Festgemeinde, Heilungsgeschichten in den Evangelien sind ja im Prinzip schon etwas Ungewöhnliches. Jesus heilt Kranke ganz ohne medizinische Verfahren, Berührungen oder Worte reichen. Aber selbst in diesem schon ungewöhnlichen Genre der Heilungsgeschichten ist diese doch besonders ungewöhnlich. Die Geschichte ist deshalb besonders ungewöhnlich, weil da ein Mensch zu ihm kommt, der ein sogenannter Heide ist. Er teilt also mit Jesus nicht den jüdischen Glauben, sondern es ist ein vermutlich syrischer Soldat im Dienst des Herodes Antipas. Nicht wahnsinnig hochgestellter Soldat, aber doch mit einigen Leuten unter sich. Ein Centurio, also ein Hundertschaftsführer. Es ist nicht die einzige Heilungsgeschichte mit Nichtjuden, aber sie sind doch sehr selten. Dieser Mann, Angehöriger einer fremden Religion, bittet Jesus um Heilung eines für ihn ganz wichtigen Menschen. Ungewöhnlich ist diese Geschichte auch, weil unklar bleibt, wer da eigentlich genau krank ist. Luther übersetzt Knecht, aber das griechische Wort Pais bedeutet eigentlich Kind. Das kann aber kaum sein, denn Zenturionen durften damals nicht verheiratet sein. Oder ist es ein uneheliches Kind? Oder wenn es ein Knecht ist, wie Luther übersetzt, wieso ist der dann so wichtig? Manche Bibelwissenschaftler vermuten, es könnte der Geliebte des Zenturios gewesen sein. Besonders ungewöhnlich ist aber, dass es sich um eine Fernheilung handelt. Jesus bietet zwar an, dass er zum Hauptmann nach Hause kommt, aber der lehnt dankend ab. Er schlägt stattdessen vor: Sag lieber etwas. Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort. Es ist wieder etwas rätselhaft, weshalb er zwar um Heilung bittet, aber dann sich doch zugleich unwert findet. Der Hauptmann wendet den Besuch ab, auch indem er sein Wissen über Befehlsstrukturen aus religiöse überträgt. Es reicht ja eh, wenn ein Höhergestellter etwas sagt, dann passiert es schon. Jesus lässt sich darauf ein, er erfüllt die Bitte des Hauptmanns, der Kranke wird gesund. Und Jesus macht den syrischen Hauptmann zu einem Vorbild. So einen starken Glauben, sagt er, hat er bei seinen eigenen Leuten kaum gefunden. In diesem Festgottesdienst zu 75 Jahre Superintendenz Niederösterreich möchte ich diese Geschichte als zweifache Aufforderung verstehen.
Die erste Aufforderung, dass wir mehr werden wie Jesus, wie er sich in dieser Geschichte zeigt. Und die zweite Aufforderung, dass wir mehr werden wie der Hauptmann. Das erste. Wieso sollen wir so werden wie Jesus dieser Geschichte? In dieser Geschichte lässt sich Jesus ganz auf den Hauptmann ein. Er wird um etwas gebeten, was er kann, und das tut er auch. Ich hoffe, dass auch wir Evangelischen als einzelne Christinnen und als Kirche so agieren. Wir tun das, worum wir gebeten werden, wenn wir es denn können, klar. Ich finde aber mindestens genauso nachfolgenswert, worauf Jesus verzichtet. Er verzichtet vor allem auf die exakte Befragung des Hauptmanns. Möglicherweise hat er ja eh gewusst, in welchem Verhältnis der Hauptmann zu dem Kranken steht. Vielleicht war es ihm aber genauso unklar wie uns, um wen es da eigentlich geht. Auf jeden Fall fragt er nicht, wer ist denn das genau? Wieso ist dir so wichtig? Er erspart sich und dem Hauptmann also, dass sein Leben in richtig und falsch eingeteilt wird. Also zum Beispiel, als Zenturio hast du ein Kind, du darfst doch gar nicht heiraten. Es reicht ihm, dass der Hauptmann um Hilfe bittet. Dazu braucht er kein Verhör. Jesus verzichtet außerdem auf den Hausbesuch, er überredet den Hauptmann nicht und noch viel weniger geht er ungefragt ins Haus. Denn wenn er der Logik des Hauptmanns gefolgt wäre, also dass die Höhergestellten eh machen können und sagen können, was sie wollen und es dann passiert, hätte Jesus ja auch einfach so hinmarschieren können, ungefragt. Aber Jesus tut es nicht. Jesus nimmt diesen Menschen so an, wie er ist. Er verzichtet auf das Verhör. Er erspart damit dem Hauptmann und sich selbst eine Bewertung, ob das Leben so passt oder nicht, ob der wirklich unwert ist oder nicht. Er akzeptiert die Grenzen des Hauptmanns, er schaut weder in Wohn- noch Schlafzimmer. Auf diese Weise wünsche ich mir, dass wir mehr wie Jesus werden. Helfen, wo wir gebeten werden, wenn wir es eben können, aber auf Befragungen und Bewertungen verzichten. Alle können so kommen, wie sie sind, egal ob sie sich würdig fühlen oder nicht. Wir respektieren ihre Grenzen. Und das zweite Vorbild, der Hauptmann. Schon Jesus selbst hat ihn ja als strahlendes Vorbild herausgestellt. Aber wieso ist er ein Vorbild für uns heute? Wir können annehmen, der Hauptmann war mit seiner Hoffnung auf Jesus in seinem eigenen Haushalt die Minderheit. Wenn es anders gewesen wäre, hätte es die Bibel vermutlich erwähnt. Es gibt ja mehrere Geschichten, in denen Leute vorkommen, deren Herkunft zwar nicht jüdisch ist, die sich aber doch zum jüdischen Glauben und dem jüdischen Lebenswandel halten. Hier keine Erwähnung davon. Wahrscheinlich hatte auch der Kranke, um den es geht, nicht die Hoffnung auf Jesus, die der Hauptmann hatte. Trotzdem macht der, was er für richtig hält. Er macht sich zu Jesus auf, weil er vertraut und hofft, dieser Mann kann helfen. Er hat nicht gewartet, bis alle im Haushalt dieselbe Hoffnung haben wie er, sondern er hat schon jetzt nach seinem Glauben gehandelt. Schon jetzt hat er dem Glauben zugetraut, dass er damit einen wichtigen Menschen retten kann, sein Leben verändern. Das halte ich vorbildhaft für uns als religiöse Minderheit. Der größte Teil der Bevölkerung in Niederösterreich teilt den evangelischen Glauben nicht. Ja, der Anteil der Nicht-Evangelischen wird immer größer. Nicht nur, weil Niederösterreich wächst, sondern auch, weil wir deutlich an Mitgliedern verlieren. Darüber müssen wir uns als Organisation Sorgen machen, keine Frage. Aber es darf keinen Einfluss darauf haben, wie wir unseren Glauben verstehen und wie wir unseren christlichen Weg gehen. Ob wir unserem Glauben etwas zutrauen, hat mit Zahlen nichts zu tun. Die Person des Hauptmanns zeigt, geistlich, spirituell gibt es keinen Grund zum Lamentieren, dass die anderen nicht das oder nicht dasselbe glauben wie wir. Wir müssen nicht unsere Zeit und unser Leben mit Heulen und Zähneklappern verplempern.
Wir müssen nicht darauf warten, bis alle evangelisch werden, damit wir anfangen, was zu tun. Sondern unsere geistliche Aufgabe ist, jetzt unserem Glauben zuzutrauen, dass er etwas bewirkt. Ja, Gott zuzutrauen, dass er Heil macht, zum Beispiel. Das heißt auch, Gott immer zuzutrauen, dass er durchaus das Beste für Nicht-Evangelische will. Der Hauptmann hat ja auch für einen vermutlich nicht-jüdischen Kranken gebeten und Jesus hat geholfen. Wir glauben und erhoffen das Gute und die Heilung für Menschen, auch wenn sie nicht alle evangelisch sind. Wir glauben und erhoffen das Gute und Heilung nicht nur für uns Evangelische, sondern für das Große und Ganze. In unserem Fall eben für das Land Niederösterreich und für alle Menschen, die hier leben. Darum beten wir immer auch für das Land, für die Politikerinnen, für die Welt, für den Frieden. Darum setzen wir uns auch zivilgesellschaftlich ein für das, wovon wir überzeugt sind, auch wenn es auf den ersten Blick so ausschaut, als würde das gar nichts bringen. 35.000 in einem Land mit 1,7 Millionen Menschen. Darum erinnert der Hauptmann daran, auch sein Glaube als Minderheit im Haus kann ein Leben verändern. Der Hauptmann wird belohnt. Interessanterweise sagt Jesus ja nicht, dein Knecht wird gesund, das passiert einfach, sondern er sagt zum Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Also es wird nicht nur der Körper des Kranken gesund, sondern auch der Glaube des Hauptmanns durch die Bestärkung, welche Wirkung dieser Glaube hat, auch wenn er im Haushalt vielleicht der Einzige ist, der diese Hoffnung hat. Liebe Festgemeinde, ich bin dankbar für die vergangenen 75 Jahre evangelische Superintendenz AB Niederösterreich. Ich bin dankbar für das evangelische Leben in diesem Land in den Jahrhunderten davor, als Teil der Superintendenz Wien, immerhin 164 Jahre. Ich bin dankbar, dass unser Glaube die schwere Zeit im 17. und 18. Jahrhundert überstanden hat. Ich bin dankbar für die große Bewegung des 16. Jahrhunderts und für die 1,5 Jahrtausende gemeinsame Kirchengeschichte davor. Für die Zukunft wünsche ich uns als Evangelische in Niederösterreich, dass wir handeln wie Jesus in dieser Geschichte. Wir helfen, wo wir können. Wir lassen uns auf die Menschen und ihr Leben ein, wie es ist, ohne sie zu verhören oder zu bewerten. Ich wünsche uns auch, dass wir das Gute und Heilung erhoffen wie der Hauptmann dieser Geschichte. Voller Hoffnung auf die Stärke des Glaubens, voller Hoffnung darauf, dass Gott heilen kann. Ganz egal, ob andere so glauben wie wir. Zum Hauptmann hat Jesus gesagt, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Mögen auch wir das erleben. Amen.
So lasst uns füreinander und miteinander beten. Herr, viele Verletzungen sind geschehen in den letzten Monaten. Intoleranz und Egoismus drohen die Überhand zu gewinnen. Hilf uns, unsere Waffen abzulegen. Die scharfen Worte, die bösen Blicke, die verletzende Sprache, die lärmende Überheblichkeit und den beißenden Spott. Gott, gib deinen Frieden hinein in unsere Sprache, in unsere Blicke, in unsere Hände, in unseren Verstand, in unsere Fantasie, in unser Herz. Lass uns den Menschen so begegnen, wie es sie erreicht. Herr, wir bitten dich für die hungernden und entrechteten Menschen in aller Welt. Schenke uns die Bereitschaft zum Teilen. Überwinde Diktaturen und korrupte Netzwerke durch friedlichen Wandel. Gott, wir bitten dich für alle, die in unserem Staat und in den unterschiedlichen Kirchen dieses Landes Verantwortung tragen. Schenke ihnen Weitblick und Entscheidungskraft. Herr, behüte unsere evangelische Kirche in Niederösterreich, dass wir mit Freuden dein Wort verkünden und wahrhaftig und glaubhaft die Nachfolge Jesu bezeugen. Ordne das Leben aller Glieder deiner Gemeinde. Lass es redlich unter uns zugehen, in allen Dingen. Und lass uns heil werden an dir. Und alles, was wir sonst noch auf dem Herzen haben, bringen wir in der Stille vor Gott. Was wir Gott in der Stille anvertraut haben, fassen wir zusammen in dem Gebet, das uns unser Herr Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sing, hallelujah, hallelujah, sing, hallelujah,
Was für ein Schwung. Ich habe heute folgende Mitteilungen für Sie. Die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug 211,95 €. Vielen Dank dafür. Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes für die eigene Pfarrgemeinde bestimmt. Ein herzliches Danke schon jetzt an alle fröhlichen Geber. Kommende Woche findet um 18.30 Uhr am Donnerstag unser Jugendtreff The Place to Be statt im Gemeindesaal unseres Pfarrhauses unter der Leitung unserer Gemeindepädagogin Karin Inhof. Die Gottesdienste am kommenden Sonntag um 11 Uhr ist Familiengottesdienst im Pfarrhaus im Gemeindesaal, ebenfalls unter der Leitung von Karin Inhof. Und um 18 Uhr ist Abendgottesdienst hier in der Kirche mit unserem Pfarrer Wieland Kurt. Als Kuratorin und Mitglied des Subventialausschusses habe ich nun die große Freude, Danke sagen zu dürfen. Wir bedanken uns ganz herzlich für die musikalische Gestaltung beim Evang-Gospelchor Kloster Neuburg und dem Gospelchor Melkscheibs unter der Leitung der Diözesankantorin Sibylle von Both. Ich sehe, das wird ein mehrfacher Applaus werden. Bei Kerstin Leowin für den Sologesang, bei Sibylle von Both für die Begleitung an Orgel und Klavier und bei Birgit Christina Kurt für Klavier und Sologesang. Wir hören sie noch beim Schlusslied. Vielen Dank euch und Ihnen allen für diesen schönen Gottesdienst. Danke. Ein weiteres Dankeschön geht an Jakob Welkens aus Mödling und sein Technikteam. Ich konnte erleben, wie gestern während 4 Stunden hier ein unglaubliches Equipment aufgebaut wurde mit 5 Kameras, die uns ins rechte Licht rücken, mit einem Mischpult, das wir links hinten sehen. Vielen Dank für euren Einsatz dafür. Sie können das Ergebnis dieses Livestreams auf dem YouTube-Kanal der Evangelischen Kirche Österreich nachsehen. Bitte tun Sie das und teilen Sie auch eifrig den Link. Vielen Dank, Jakob, für deinen Einsatz. Dankeschön. Da wir Corona-bedingt heute keine gemeinsame Agape feiern können, gibt es am Ausgang eine kleine Jause für Sie zum Mitnehmen. Und als Lektüre zu der Jause empfehle ich Ihnen Kirche Bund. Kirche Bund ist das Wochenmagazin der römisch-katholischen Diözese St. Pölten und darin findet sich ein doppelseitiges Interview mit Lars Müller-Marienburg mit dem passenden Titel Ohne Ökumene geht es nicht. Und jetzt darf ich Landesrat Martin Eichtinger um sein Grußwort bitten. Sehr geehrter Herr Superintendent Lars Müller-Marienburg, sehr geehrter Herr Präsident Dr. Peter Krömer, sehr geehrte Frau Kuratorin Martina Frühbeck, sehr geehrter Herr Pfarrer Wieland Kurt, geschätzte Mitglieder der Religionsgemeinschaften, sehr geehrter Herr Landeshauptverstellvertreter Franz Schnabel, sehr geehrter Bürgermeister Stefan Siruschek, sehr geehrter Herr Landespolizeidirektor Franz Bob, geschätzte Festgemeinde. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit Ihnen allen gemeinsam 75 Jahre Superintendenz AB Niederösterreich feiern darf. Ich darf Ihnen zunächst ganz herzliche Grüße und die besten Wünsche zum Jubiläum von unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überbringen, die ich heute hier vertreten darf. 1947 wurde in der Kurstadt Baden die evangelische Superintendenz gegründet und mit dem heutigen Gottesdienst zum Auftakt des Jubiläumsjahres kehrt man wieder an den Gründungsort zurück. Die evangelische Pfarrkirche Baden ist ein Ort, an dem das Wort Gottes gehört wird, wo gebetet, gesungen und gepredigt wird. Der heutige Gottesdienst ist nicht nur wegen des Jubiläums besonders. Er ist ein interreligiöser Gottesdienst, bei dem Menschen aus anderen Kirchen und Religionsgemeinschaften eingeladen sind, um gemeinsam zu feiern und zu beten.
Das erste, innerste, wichtigste und unverwechselbarste Zeichen des evangelischen Glaubens ist das Leben mit Gott, und so sind heute alle willkommen, unabhängig von ihrer Kirchen- und Religionszugehörigkeit, als Zeichen dafür, dass wir auch im Alltag das gemeinsame Leben gestalten möchten. So die Worte von Superintendent Müller-Marienburg zum heutigen Festtag. Es ist ein schönes und ein wichtiges Zeichen, und es legt Zeugnis dafür ab, dass die verschiedenen Religionsgemeinschaften in Niederösterreich ein aufrichtiges Miteinander pflegen, zusammenarbeiten, Verständnis und Toleranz füreinander aufbringen und dass ein aktiver und intensiver Austausch stattfindet. Denn die Religionsgemeinschaften spielen eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Sie geben den Menschen Halt und Hoffnung und sind Maß und Richtschnur unseres Zusammenlebens. Die evangelische Kirche in Niederösterreich konnte sich nach der Gegenreformation erst durch das Toleranzpatent des Jahres 1781 wieder neu entfalten. Heute sind die 28 niederösterreichischen evangelischen Gemeinden eine große Bereicherung für unser Bundesland. Ein besonderer Dank gilt der Arbeitsgemeinschaft Diakonie Niederösterreich für ihr soziales und humanitäres Engagement, anderen Menschen zu helfen, die in Not sind oder Hilfe brauchen. Sie arbeitet in vielen verschiedenen sozialen Bereichen, wie zum Beispiel der Alten- und Krankenpflege, der Obdachlosen- und Katastrophenhilfe, dem Flüchtlingsdienst, der Seelsorge oder aber auch bei internationalen Hilfsprojekten. Ein ganz großes Dankeschön auch für diese Arbeit. Das Thema Umwelt liegt den Menschen in unserem Land sehr am Herzen. Viele evangelische Landsleute sind aktiv beim Klimaschutz engagiert. Die evangelischen Kirchen feiern 2022 das Jahr der Schöpfung. Dieses Schöpfungsjahr soll einen weiteren Schwung für Initiativen für den Klimaschutz bringen. Ich möchte damit beschließen, dass ich mich namens des Landes Niederösterreich für das gelebte Miteinander, das große Verständnis, das gegenseitige Verständnis und für das große Engagement der evangelischen Diözese Niederösterreich sehr herzlich bedanken. In besonderem Maße gebührt dieser Dank dir, lieber Herr Superintendent Müller-Marienburg, lieber Lars. Superintendent Müller-Marienburg und mich verbindet auch eine besondere Liebe zu Siebenbürgen. Für ihn sind das starke familiäre Bande. Ich durfte als österreichischer Botschafter in Rumänien einen besonders engen Kontakt mit den Landlern, den österreichstämmigen evangelischen Landsleuten Rumäniens knüpfen und habe das sehr geschätzt. Meine sehr geschätzten Festgäste, ich gratuliere der Superintendenz Niederösterreich sehr herzlich zu ihrem 75. Bestandsjubiläum und dafür für die Zukunft alles, alles erdenklich Gute wünschen. Dankeschön. Geht mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Thank you.
Im Hauptmann von Kapernaum und Jesus sind sich zwei Menschen verschiedener Religionen begegnet. Am Ende ist Heilung herausgekommen. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn Menschen verschiedener Religionen sich begegnet sind, war das früher oft gefährlich und ist es bis heute. Obwohl alle Religionen auch den Weg des Friedens eröffnen. Die Superintendenz Niederösterreich feiert ihr 75-jähriges Bestehen, auch mit dem Bekenntnis, dass wir zu Frieden und Wohlergehen in diesem Land beitragen wollen und darum beten. Wir wissen, wir können das nicht allein. Darum sind wir sehr froh, dass 7 weitere Religionsgemeinschaften heute vertreten sind und auch für den Frieden beten. Das Anliegen ist gleich, deshalb stehen wir hier gemeinsam. Unsere Religionen, unsere Gottesbilder sind unterschiedlich. Deshalb können wir kein gemeinsames, kein interreligiöses Gebet haben, aber wir können nacheinander, nebeneinander in unserer jeweiligen Tradition beten. Am Ende laden wir dazu ein, dass wir gemeinsam das sogenannte Gebet der Vereinten Nationen sprechen. Es ist weder ein Gebet, noch ist es von der Organisation, die wir heute als Vereinte Nationen kennen, aber es ist ein guter Text, den wir gemeinsam sprechen können. Ich weise noch darauf hin, dass der Islam von Yasin Chanchetin vertreten wird. Die Zusage ist ganz kurzfristig gekommen, kurzfristiger als unsere Blätter gedruckt waren. Ich lade Sie und euch aufzustehen, wenn wir nun auf den verschiedensten Weisen beten. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte vorausschicken, dass mein
absolutes Lieblingswort aus der Bibel des Alten Testamentes, aus dem Mund des Priesters Esra stammt, das er gesprochen hat am Wassertor zu den Israeliten. Nehemia, Kapitel 8, Vers 10. Ich möchte Ihnen dieses Wort ans Herz legen und auch mit auf den Weg geben. Die Freude an Gott ist unsere Kraft. Herr, unser Gott, lass uns deine Nähe spüren. Schenke uns immer mehr das Bewusstsein, dass du in uns lebst und uns liebst. Daraus schöpfen wir Kraft, Freude, Zuversicht und Wege zum Frieden. Amen. Aus dem festen Glauben an die Größe Gottes können wir den Mut schöpfen, über die Grenzen unserer eigenen Konfession und unserer eigenen Religion hinaus zu denken und zu handeln. So hat auch meine Kirche, die Evangelische Kirche HB, Nachdenken über das, was die Grundlage unserer Kirche ist, in einer Grundsatzerklärung vor einigen Jahren festgehalten. Gott hat alle Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen und zu einem sinnvollen und menschenwürdigen Leben vorherbestimmt. Daher sucht unsere Kirche das Gespräch mit anderen Religionen und weltanschaulichen Gemeinschaften, um Vorurteile abzubauen und mit ihnen gemeinsam für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu arbeiten. So möchte ich beten mit einem Gebet unseres Reformators Johannes Calvin. Allmächtiger Gott, du willst in deiner Gnade, dass sich unser Glaube an dich in der Unruhe der Welt bewähren soll. Darum bitten wir dich, bei dir lass uns bleiben, ob sich die Welt gleich hundertfältig wandelt. Unter dem Schatten deiner Hand erhalte uns im Glauben und in der Liebe zu den Menschen und lass uns alle Dinge zum Besten dienen. In solchem Vertrauen auf dich stärke uns. Amen. Der Prophet Jesaja schreibt im 32. Kapitel, der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Bitte mit den Worten Martin Luthers, verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Amen. Auch für die herzliche Einladung und die Zusammenkunft der Kirche und die Säbische und die Kirche. Ich überbringe Ihnen Grüße und Glückwünsche von Bischof André. Im Frieden lasset uns beten zum Herrn. Um die Frieden von oben, um die Errettung unserer Seelen lasset uns beten zum Herrn. Um die Frieden der ganzen Welt, dem Volk, Bestand der Heilige Kirche Gottes und die Einheit aller, lasset uns beten zum Herrn. Ja, dieses heilige Haus und alle, die mit Glauben, Frömmigkeiten, Gottesfrucht hier antreten, lasset uns beten zum Herrn. Herr, erbarme dich. Gott des Lebens. Wir Menschen sehnen uns nach Frieden und Gemeinschaft. Immer wieder machen wir die Erfahrung, dass es nicht so einfach und nicht selbstverständlich ist, in Frieden und in Gemeinschaft miteinander zu leben. Im Blick auf unsere kleine, aber auch auf die große, weite Welt. Und dass es immer wieder neu das Bemühen eines jeden Einzelnen, aber auch die Zusage von dir, dem Gott des Lebens, braucht. So bitten wir dich, sende deinen heiligen und heilenden Geist in unsere Welt und in unser Leben, damit Menschen spüren und erfahren können, dass der Weg der Gemeinschaft und des Friedens möglich ist. Ich möchte mich im Namen der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft herzlich für die Einladung bedanken. Herzlichst begrüßt.
Jubiläum übermitteln. Die Lehre des Buddha hat im Kern die Entfaltung von Weisheit und Mitgefühl mit allen fühlenden Wesen. Der Buddhismus meint bei fühlenden Wesen Mensch und Tier gleichermaßen. Und ich denke, Mitgefühl mit allen Wesen und Weisheit ist ein wesentlicher Grundbaustein für den Frieden. Und in diesem Sinne ein klassischer buddhistischer Segensspruch: Mögen alle Wesen frei von Leid und den Bedingungen für Leiden sein. Mögen alle Wesen Wohlbefinden und Glück besitzen. Mögen alle Wesen die Bedingungen für Wohlbefinden und Glück besitzen. Ja. Im Islam kennen wir 99 Namen von Gott. Einer davon ist As-Salam, der Friede. Frieden also, As-Salam, und Islam entstammen sprachlich derselben Wortwurzel. Und so ist es auch in Wahrheit. Nur wer Hingabe aufrichtig lebt, kann in Frieden mit sich selbst, mit der Natur und mit seinen Mitmenschen. Weil wir alle die Geschöpfe des Allhörenden sind, ist uns allen die gleiche Würde geschenkt, die uns verpflichtet, bescheiden einander zu begegnen. So bitte ich Allah, den Allerbarmer, uns die Kraft und den Mut zu schenken für ein friedliches Miteinander der Religionen und in der Gesellschaft. In diesem Sinne, Friede sei mit euch. In 8. Johannes sagt Jesus: Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag und für diese Möglichkeit, dich heute Morgen zusammen mit vielen anderen Geschwistern zu ehren. Wir bitten dich auch, wo wir auseinander jetzt gehen, dass du uns hilfst, dein Licht in die Welt zu bringen. Vor allem in diesen schweren Zeiten bitten wir dich, dass wir Einheit bringen, wo Zerspaltung ist, und dass wir Frieden bringen, wo Hass und Wut ist. Dass wir deine Zuversicht bringen, wo Sorge herrscht. Hilf uns, deine Liebe in die Welt zu tragen und anstatt mit dem Zeigefinger auf andere zu zeigen, dass wir unsere Hände zur Hilfe und Versöhnung ausstrecken. Möge dein Reich bald zu uns kommen, in Jesu Namen. Amen. Alle, die möchten, sprechen gemeinsam. Unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall. An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, nicht von Hunger und Furcht gequält, nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung. Gib uns Mut und Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu beginnen, damit unsere Kinder und Kindeskinder einst stolz den Namen Mensch tragen. Get together.
I'll be so glad.